Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall und wir sind zurück bei unseren Holländern im Jahr 1767 und diese Holländer haben immer noch den großen Traum, die Niederlande zu gründen und um das zu schaffen, ist noch etwas nötig, nämlich ein ganz, ganz großer Krieg. Das schauen wir uns gleich an. Es geht am Ende eigentlich nur um diese Provinz Friesland. Wir wollen aber gleich alle drei bekommen, weil es da noch eine andere Geschichte gibt, eine Mission, die da relevant ist, aber vor allem geht es um Friesland. Ja, vielleicht gucken wir uns das gleich an, was jetzt die genaue diplomatische Ausgangslage ist oder was da auf uns zukommt. Wir haben erstmal im Moment ein Bündnis, ihr wisst es, mit Bayern und Dänemark. Und wir müssten, wenn die Konstellation bleibt, so wie es jetzt ist, folgenden Krieg führen. Wir müssen einen Krieg gegen, halt, bin ich jetzt richtig? Ja, genau. Gegen, natürlich gegen Utrecht, aber auch wieder gegen Österreich, das immer noch Kaiser ist, führen. Und wenn Österreich mitkämpft, kämpft auch Polen mit und Ulm. Okay, Ulm ist noch wieder was anderes. Aber Polen ist natürlich ein Hammer. Ne? Also Polen ist schon eine richtige Hausnummer. So, aber nicht nur das. Portugal kämpft ebenfalls mit und mit Portugal auch Kastilien. Kastilien ist ja in der Personalunion, dort kleinere Partner, haben auch merkwürdigerweise kein Freiheitsbestreben, obwohl sie eigentlich ja deutlich größer sind. Also sie würden tatsächlich auch mitkämpfen. Und dann natürlich unser geliebtes Großbritannien. Also, das wird ein Wahnsinnskrieg. Großbritannien, Portugal, Kastilien, Polen, Utrecht selbst. Ja, auf unserer Seite würden, wie gesagt, Bayern und Dänemark, die ja nicht zu unterschätzen sind, kämpfen. Und da habt ihr mich mehrfach darauf hingewiesen, und das war so ein bisschen wie der Aufreger der letzten Staffel in den Kommentaren. Wir können sicher doch noch Sachsen das in das Bündnis holen, wenn wir es schaffen, hier eine Staatsehe zu machen. Oder das ist die Grundlage dafür. Wir machen das gleich mal. Jo. Genau. Und dann werden wir noch Beziehungen verbessern und Geschenke und pipapo. Und dann müsste das doch gehen mit dem Bündnis. Ja, und dann haben wir eine Situation, Dänemark, Sachsen, Bayern, das wäre ein schöner Riegel gegen Polen. Wenn wir dann relativ schnell vielleicht Österreich und Ulm rausnehmen und uns dann um Utrecht kümmern. Wir haben ja gesehen, Großbritannien ist offenbar nicht in der Lage anzulanden, allerdings haben sie jetzt zumindest eine Armee hier schon stehen, das ist schon ja ein Unterschied. Ja, also dann haben wir natürlich noch Portugal, also es wird ein heftiger Krieg, aber es ist zumindest einigermaßen ausgeglichen, so hoffe ich. Und wir können noch einen weiteren Partner mit reinholen, den ich gefunden habe. Und ich finde, es passt ganz gut zu einer, obwohl, passt das zu einer Handelsrepublik, zu einer, wie wir gewissermaßen werden wollen. Wir sind es ja noch nicht, wir sind ein normales Herzogtum. Aber ich sag mal, in der Not frisst der Teufel fliegen. Deswegen würde ich sagen, wir holen auch noch Sizilien mit rein, die Piratenkonföderation, die wir selber ganz gut kennen. Die haben keine wirklichen Feinde, sage ich jetzt mal, keine, die sie bedrohen. Insofern sollten wir da eigentlich in keinen Krieg hineingezogen werden. Sie selbst haben ein Bündnis mit Sachsen, das passt insofern. Ja, lasst uns das Bündnis einfach mal anbieten und schließen. Und dann haben wir auch 5 diplomatische Beziehungen. Und dann wird es interessant. Das Ganze geht allerdings erst los. Und das ist jetzt das Zweite, was man wissen muss. In 3 Jahren. Der Grund ist, jetzt kann ich euch das nicht zeigen, weil ich keine Diplomaten habe. Oder wann kommen sie wieder? In 5 Tagen. Lassen wir mal kurz laufen, die 5 Tage. Okay, das Bündnis ist geschlossen. Auch die Staatsehe. So, genau. In 5 Tagen, da ist der Diplomat wieder da. Das Ganze geht natürlich nur, wenn Bayern mitmacht. Bayern hat aber noch einen Waffenstillstand mit Utrecht und der läuft eben noch bis 1770 etwa. Und das ist natürlich absolute Voraussetzung. Und wie es dann mit Sachsen ist, müssen wir dann auch nochmal sehen. Okay. Ja, hier bei Sizilien fehlen uns natürlich die Gefälligkeiten. Das wird bei Sachsen auch das Problem sein. Aber vielleicht kann man Sachsen überzeugen, indem man ihnen Land gibt. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Magdeburg, Braunschweig und so weiter wäre doch ganz gut für Sachsen. Okay, soweit. Das also die große jetzt diplomatische Lage und das Ziel der nächsten Jahre, uns darauf vorzubereiten. Jetzt haben wir viele Kleinigkeiten, wie immer am Beginn einer Staffel zu tun, die ich so nach und nach so ein bisschen abarbeiten will. Aber vorher noch was anderes. Es gab noch einen Hinweis oder einen Wunsch, Vorschlag, dass man Umbenennung durchführen könnte. Und ich habe das mal gemacht. Wir haben nämlich hier gewissermaßen 2 Neu-Hollands gehabt. Einmal hier Neu-Holland und da Neu-Hollandia. Aber jetzt mal umgenannt in Neuseeland. Wobei man könnte eigentlich das noch mit Z schreiben. Wie ist es eigentlich hier geschrieben, dieses Seeland? Wir haben doch hier auch irgendwo ein Seeland, ne?
Da, ah, das ist auch mit Z geschrieben. Gut, man müsste denn Neuseeland, aber ach, wir lassen das so. Ihr wisst, was gemeint ist. Also das habe ich zum einen umgenannt. Dann habe ich hier geguckt, was ist eigentlich die wichtigste Provinz, die größte hier an der Ostküste von uns. Und bin hier auf diese gekommen und habe sie umgenannt in Neu-Rotterdam. Dann habe ich mir die Kolonien angeguckt und habe dort auch Vorschläge aufgenommen. Hab nur zwei wichtige Provinzen genommen. Diese hier, weil sie wichtig ist für den Handel, heißt jetzt Arnolfstadt, so wie unser Herzog. Und diese hier, wo die Burg ist oder die Festung, die heißt jetzt Mittelburg. Und dann gab es hier noch in Ostindien Umbenennung, auch wenn das nicht historisch richtig ist, habe ich hier jetzt diese Insel, diese Batavia einfach genannt. Auch wenn es eigentlich hier gewesen ist, warum nicht? Es ist alternative Geschichte. Und hier, diese Festungsprovinz, habe ich Hollandia genannt. Das sind jetzt die Umbenennungen, nur dass ihr wisst. So, jetzt aber zu den vielen Kleinigkeiten, die ich erledigen will, bevor wir weitermachen. Als erstes kann Oversticht noch einen Sitz im Landtag bekommen. Das ist gut, weil wir bekommen dann auch mehr Seeleute dort. Das ist hervorragend. Ich habe so ein bisschen überlegt, wir könnten viele Provinzen im Kongo hier auch in den Landtag aufnehmen, aber ich glaube, das wäre so ein bisschen zu modern. Also ich wäre, glaube ich, ein bisschen zu anachronistisch, hier gewissermaßen kongolesische oder jakarische Abgeordnete dort zu haben, Provinzvertreter. Daran, also auch wenn wir fortschrittlich sind und gerecht oder so, aber das kommt mir anachronistisch vor. Habe ich nicht gemacht. Gut, dann können wir konvertieren. Das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander, was ich jetzt hier mache. Konvertieren bei den Untertanen. Auch das war ein Hinweis. Vielen Dank dafür. Fangen wir mal hier einfach an. Wir haben ja nur einen Missionar. So, dann habe ich gesehen, in den Kolonien könnten wir noch ein bisschen was machen, was Entwicklung betrifft. Wir haben hier zum Beispiel 9. Da können wir mal locker auf 10 gehen. Und dann baue ich hier direkt mal eine große Schiffswerft. Das ermöglicht es mir dann nämlich hier auch Schiffe zu bauen. Jetzt noch nicht. Jetzt dauert das lange. Aber egal, wir geben sie mal einen Auftrag. Vielleicht hier 1 und hier 2, weil hier schon eine Werft ist. Wir wollen ja Schiffe bauen, um den Briten tatsächlich irgendwann Paroli zu bieten. Und dann werden wir das hier auch noch machen. Ich gucke mal. Hier ist leider, hier kommen wir nicht so schnell. Obwohl, das geht ja auch. 7. Gehen wir mal hoch auf 10. Bauen wir hier auch eine Schiffswerft. Aber wie lange braucht ihr eigentlich die Schiffswerft? 12 Monate. Das ist, glaube ich, ein Nullsummenspiel, ob man jetzt wartet oder ob man jetzt baut. Beziehungsweise dann geht es, glaube ich, sogar noch schneller, wenn man jetzt baut. So, hier ist aber kein... Das will ich jetzt nicht ausgeben, um hier auf 20 zu kommen. Hier bauen wir einfach so den Dreidecker. Hier allerdings können wir was tun. Also auch hier wird eine Schiffswerft gebaut und auch hier ein Dreidecker. Und hier auch so, na, 7, 3, ja, ist okay. So. Okay. So, das ist Werftenindustrie. Ich weiß nicht, ob das noch relevant ist, um dort einzugreifen. Dauert ja auch 2 Jahre. Vielleicht kommen sie noch rechtzeitig, um unsere Kriegsflotte, die wir nach und nach hier verstärken, noch zu unterstützen. Gut, soweit erstmal dazu. Dann habe ich gesehen, ach so, nochmal zurückgehen nach Ostindien. Diese Garnisonsarmee ist eigentlich nicht optimal. Hier mit ihren 3, 6, da werden wir 2, 3, 4, lass uns mal 5 Regimenter hier in der Nähe ausheben, die das dann ein bisschen besser ausgewogen machen, die Zusammenstellung. Dann werden wir hier in Wallonien einen Erlass raushauen. Da gibt es noch keinen Erlass und den finde ich ganz sinnvoll. Militärische Rekrutierung fördern. Rekrutenreserve wird erhöht hier. Das ist ganz gut. Hier ist auch die Reserve sowieso von der Basis her schon so gut, dass es sich lohnt. Okay, dann schicken wir wieder die Kolonisten. Die hatten wir mal kurzzeitig irgendwie rausgeschickt. Weiß gar nicht mehr, warum wir das gemacht haben. Schicken wir mal wieder rein, um hier das Siedlungswachstum zu fördern. Und zwar einmal in Brüssel, einmal in Vlaanderen oder Vlaanderen. Und einmal nehmen wir noch Utrecht hier zum Ziel. Ich habe mir hier möglichst schon weiterentwickelte ausgesucht, weil da lohnt sich das meines Erachtens besonders, weil ja dort die Entwicklungskosten besonders hoch sind. Dann will ich eine Sache machen. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier
auf Administration 29 kommen in den nächsten Jahren. Das würde uns ermöglichen, noch eine Idee zu wählen. Und deswegen will ich das ein bisschen forcieren. Erstens, indem ich hier diese Idee nicht mehr zu Ende mache, weil die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Berater plus 1 und ja, kostenadministrative Technologien minus 10%, das ist schon ganz nett, aber um dahin zu kommen, muss ich ja auch erstmal wieder, keine Ahnung, 800 ausgeben und ich glaube, da lohnt sich das wiederum nicht mit den 10%. Ja, ich glaube nicht, dass das so ist. So, insofern werden wir hier jetzt einen Schwerpunkt bilden auf administrative Macht und ja, genau. Und werden hoffen, dass wir hier relativ schnell noch vorankommen. Und das Letzte, was ich jetzt tun will, ist, dass ich hier eine militärische Richtlinie weghauen will. Welche nehmen wir? Diese, die brauchen wir, glaube ich, jetzt im Frieden nicht so richtig. Genau, die werden wir erstmal wieder rufen, können wir nachher im Krieg vielleicht wieder einsetzen. Soweit erstmal so gut. Das waren die ersten Aktionen. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt ist unser Diplomat zurückgekehrt. Ach so, das ist natürlich jetzt wichtig, wie wir weitermachen mit Sachsen. Ich würde mal sagen, wir ziehen. Oh, schaut mal, das. Okay, das Bündnis ist also sofort schon möglich. Okay, das war wirklich eine mega Fehleinschätzung von mir. Beziehungsweise, dass ich die Staatsehe vergessen habe bei der Einschätzung. Ja, perfekt. Sachsen ist erstmal drin. Hervorragend. Ich bin mal kurz gespannt, was jetzt passieren würde. Sachsen, wenn man ihn Land. Ah, nein. Okay, kämpfen in einem anderen Krieg. Ah, das ist das einzige Problem. Wenn das weg ist, dann wären sie dabei. Sie kämpfen gerade gegen Ragusa. Venezianischer imperialistischer Krieg gegen Ragusa. Okay, Venedig breitet sich da irgendwie aus. Ah, aber mit einer Mega-Übermacht. Okay, das sollte ja kein Problem sein für diese Koalition. So, Mexiko gestattet uns wieder Zugang. Hervorragend. Und die Dänen wollen jetzt auch noch die Staatsehe. Okay, wo wir das jetzt alles schon so gemacht haben, wollen wir vielleicht da auch noch eine Staatsehe haben? Wir haben das immer noch nicht gemacht wegen des. Ich weiß es nicht genau. Pfalz, Sachsen, Marokko. Ach, irgendwie, wir lassen es mal. Keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen irrational, aber wir lassen es. Wir machen die Staatsehe mit Dänemark nicht. Ich höre mal auf mein Bauchgefühl. Okay, Ming-Frieden mit Pasai. Und sie treten tatsächlich Provinzen an Lanna ab. Das war scheinbar das Ziel. Kriegsreparation 2200 müssen sie zahlen. Und erzwinge Tributstaat. Werden die jetzt Tributstaat? Sehe ich jetzt nicht. Könnte sein, dass sie gar nicht Tributstaat werden. Aber das können wir uns ja relativ einfach angucken, ob das der Fall gewesen ist. Sie sind übrigens noch mit Russland im Krieg, finde ich auch ganz interessant. Die Russen haben hier unten was besetzt. Es sieht mir fast so aus, als wäre Pasai tatsächlich nicht dabei bei den Tributstaaten. Also das eigentliche Ziel von Ming wurde in diesem Krieg nicht erreicht. Naja, aber sie haben Land bekommen für einen ihrer Tributstaaten. So, was passiert hier? Ming hat Frankreich als Rivalen bestimmt, auch interessant. Und Pfalz hat die Staatsehe mit Österreich gebrochen. Das würde, Pfalz ist ja auch noch so ein Thema, aber das Problem ist, hier ist Österreich auch immer mit dabei. Naja, und viele andere auch noch, vor allem der Kirchenstaat ist ein Problem. Pfalz hat nämlich auch noch eine Provinz, die uns interessiert, nämlich Lützelburg. Gut. Wir sind schon im März 68. Unser Nachfolger Johann ist kontaktreich, auch nicht übel. Und hier sammeln sich die Boote. Ich hatte hier die Flotte verlegt. Das war auch nochmal ein guter Hinweis, den man immer beachten sollte. Nämlich, dass man die Flotte dort stationiert, wo Festungen sind, nicht wo keine Festungen sind. Dann werden die nicht so schnell herausgetrieben aus dem Hafen. So, da gab es einen weißen Frieden zwischen Russland und Pasai. Und wir können eine Fähigkeit nutzen. Jetzt schauen wir mal, was würde für uns verbesserter Gewaltmarsch? Seeangriff. Seeangriff ist natürlich jetzt richtig nett. Ich würde sagen, das machen wir mal. Marinegefechte, das hilft uns vielleicht, hoffentlich, in möglichen Auseinandersetzungen mit Großbritannien. Also,
Das nehmen wir. Wir haben ja jetzt schon wirklich 71 Großschiffe. Das kann sich wirklich durchaus sehen lassen. Wenn hier diese durch sind, werde ich den nächsten 9 in Auftrag geben. Okay, Pasai fängt jetzt auch noch an zu kaufen. Das ist ja auch interessant. Gut. So, die sind jetzt durch. Bringen wir die 3 nochmal zurück. Und dann werden wir gucken, dass wir nochmal 9 Großschiffe hier beauftragen. Warum steht da 657? Eigentlich müssten wir überall so die Werften haben, dass wir schnell bauen können. Das verstehe ich nicht ganz. Ich gebe es mal hier in Auftrag und guck mal, was da eigentlich los ist. Oder habe ich eine Provinz übersehen? So, wir machen das mal. Und wir sehen jetzt, hier geht es sehr, 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 sehr schnell. Antwerpen 657. Wieso Antwerpen? Hä? Wartet mal. So, Antwerpen. Antwerpen hat Antwerpen etwa keinen Oha. Das ist natürlich ein Ding. Antwerpen hat keinen Hafen. Das ist das Rätsels Lösung. So, jetzt ist die Frage. Brauchen wir irgendwas von den Gebäuden? Sonst könnte ich auch eins abreißen. Oder wir steigern das Ganze hier noch auf 30. Das wäre eine Möglichkeit und bauen dort auch einen Seehafen. Ich meine, wir haben genug diplomatische Machtpunkte. Die brauchen wir im Moment nicht. Insofern, lasst uns Antwerpen hier auf 30 steigern. Ah, das geht jetzt damit nicht. Müssen wir Militärpunkte nehmen. Wie gesagt, administrative Punkte will ich aufbewahren. Ja, reicht auch gerade so nicht, glaube ich. Müssen wir nochmal ein paar Punkte abwarten. Ja, jetzt haben wir den Kram angefangen, jetzt ziehen wir den auch durch. Okay. Ach so, jetzt kommen wir hier wieder. Ja, dann geht das natürlich. Gut, dann kommt jetzt hier... Wie, es gibt keinen freien Bauplatz? Ich habe doch gerade einen freien Bauplatz freigeschaltet. Ach, der ist bei 40. Der ist bei 40. Ich dachte, bei 30 war es nicht alle 10. Was habe ich denn hier eben gemacht und gesehen? Ach, verdammt. Okay, gut. Dann haben wir da jetzt, naja, umsonst nicht. Aber dann, wisst ihr was? Dann kommt hier irgendwas weg, was wir hier gar nicht brauchen. Wie sieht es denn aus? Produktion ist allerdings hier ganz gut. Rekrutierungszentrum. Das Einheitenlimit ist für uns nicht entscheidend eigentlich. Ehrlich gesagt, das kann weg. Wir sind sowieso weit unter dem Limit wegen der Manpower. Dann haue ich das weg und dann kommt jetzt hier die Werften. Da habe ich mich vertan. Okay, aber der Stadt wird es nicht schaden, dass sie sich entwickelt. Im Gegenteil, die Bürger werden sich freuen und in Zukunft werden dann auch hier schneller die Schiffe gebaut. Hervorragend. Wir haben auch wieder 3500. Ich habe auch schon mal geguckt, so andere Bauten lohnen sich nicht mehr wirklich. Das heißt, was wir machen könnten, wir könnten jetzt mal richtig Geld raushauen, noch ein Handelshausinvestition. Da lohnt sich durchaus teilweise was. Hier zum Beispiel Admiralität, Einheitenlimit plus 5. Ja, das ist auch ganz nett, aber wir machen das mal zuerst. Das kostet ja richtig viel. Ach, wir können. Ach, es wird gar nicht gebaut, das bezahlt man einfach nur. Wir gucken erstmal in den anderen Regionen noch nach. Oh, schaut mal, hier ist viel zu tun. Okay, was bringt uns das? Ich glaube, die Kleinen, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Da brauchen wir gar nicht nachdenken. Die sind alle irgendwie sinnvoll. Und dann haben wir nämlich auch gleich schon unser schönes Geld wieder ausgegeben. Okay, hervorragend. Dann lasst uns wieder ein bisschen Geld verdienen. Wie viel verdienen wir denn im Moment? 210, ist doch okay. So, Kirchenstaat kauft irgendwas in Brunei. Und wir könnten jetzt eine Idee machen, die wir aber nicht machen. Wie ich erklärt habe, das interessiert uns nicht mehr. Im Moment. Portugal bereitet einen Angriff auf Flandern vor. Das ist interessant. Flandern, ich habe lange Flandern gesucht. Ich dachte, das wäre irgendwie Bug oder so. Aber Flandern existiert tatsächlich. Und zwar hier. Eine Provinz, hier ist die Hauptstadt. Und die will Portugal jetzt erobern. Das ist insofern interessant, weil Flandern, Flandern mit Bayern verbündet ist. Und das könnte jetzt zu einem Krieg von Portugal mit Bayern führen. Vielleicht führt das dazu, dass sie nicht mehr Verteidiger des katholischen Glaubens sind.
Wenn sie verlieren, wobei, das hat, glaube ich, mit diesem Krieg jetzt nichts zu tun. Flandern ist selbst ja protestantisch. Nee. Gut. Bin mir noch nicht sicher, ob uns das nutzt. Wir werden es sehen. So, die Konvertierung war erfolgreich. Das heißt, wir können das auch nochmal in Auftrag geben. Machen wir das hier. Und was ist denn das hier in der Pfalz? Pfälzische Revolutionäre, eine Revolutionsarmee. Oh, das ist interessant, aber sie verlieren. Und ausländische Viertel in Arnulfstadt. Ja, jetzt wissen wir sogar gut, wo das ist. Das ist im Kongo, dort an der Flussmündung. Für lange Zeit haben sich ausländische Kaufleute in Arnulfstadt niedergelassen, um den Handel mit unserem Land besser führen zu können. Mit den gestiegenen Aktivitäten des Kaiserreichs von Frankreich in letzter Zeit allerdings sind die Viertel zu einer eigenen Stadt herangewachsen. Das geht nicht ohne Probleme einher. Unser eigenes Volk beschwert sich, dass die französische Gemeinschaft auf ihre Kosten wächst. Sie fordern, dass wir ausländischen Kaufleuten härtere Regeln auferlegen. Ja, wir sind ja eigentlich, waren wir bisher immer Anhänger des Freihandels. Wir machen das diesmal auch. Frankreichs Meinung über Holland ändert sich, verbessert sich dadurch. Okay, gut. Und die lokalen Entwicklungskosten. Liebe Leute, wir machen an dieser Stelle eine Pause, verfolgen weiter unsere Pläne. Wir sind schon im Jahr 1769. Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis wir das durchziehen wollen, was wir da. Na, Sachsen. Genau. Hamburg ist egal. Bayern ist noch das große Thema. Ja. Würde Bayern destabilisieren? Warum würde es Bayern destabilisieren? Weil sie eine zu geringe Stabilität haben, vermutlich. Wobei, plus eins. Aber nee, das kommt ja wegen. Ah, das ist der Faktor auch noch wegen des Waffenstillstandes, genau. Also ich denke, Bayern wäre mit dabei und insofern ließe sich der Krieg durchaus führen. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.